Also wie war das für dich eigentlich, an der Uni anzukommen? Also an der Universität ankommen, das war für mich wirklich in eine völlig fremde und seltsame Welt geworfen zu werden. Also gerade aus einem sogenannten Arbeiterhaushalt kommend, war ich konfrontiert mit einer Sprache, die ich nicht konnte, mit Gepflogenheiten, die ich nicht kannte, mit einem Habitus, der fremd war, und ich wusste gar nicht, wo sind die Ausschluss- und Einschlussmechanismen. Also das war wirklich eine Hürde und ein Schritt, der zu nehmen war. Wie war es für dich persönlich, an der Universität anzukommen? Ja, es war sehr aufregend, muss ich sagen. Ich bin neu nach Wien gekommen und dann waren auch die ganzen Gebäude neu. Und die Uni Wien hat ja viele Gebäude und dann zu verstehen, wo ich hin muss für was und dann ganz viele neue Leute. Also irgendwie so einfach überfordern. Dann war ich immer total müde auch. Aber es war nicht mein erster Uni, deshalb es war für mich mehr die Gebäude. Davor hatte ich schon mal ein Semester woanders, wo ich total überfordert war von den ganzen Kursen und diesem Selbstbestimmen, was ich wann, wie, wo machen möchte. Das kannte ich vorher nicht und es war ziemlich arg, dass es wirklich geht. Und genau, aber schön. Also ich bin ja quasi zweimal an der Uni angekommen. Einmal bei meinem Kunstgeschichtestudium, was damals mehr so ein Übergangsstudium war. Dementsprechend unvorbereitet bin ich an die Sache rangegangen. Was aber nicht heißt, dass es weniger aufregend war. Also ich erinnere mich, ist zwar schon lange her, aber es war spannend. Man hat nicht gewusst, was einen erwartet. Ich kannte niemanden außer meine Freundin, mit der ich das Studium gestartet habe. Und dementsprechend habe ich mich auch an sie geklammert und bin da wenig selbstständig an die Sache rangegangen, was ich im Nachhinein auch bereut habe. Und bei meinem zweiten Studium, bei der Ethnologie, also meinem aktuellen Studium, bin ich ganz anders an die Sache rangegangen und habe mich auch vorbereitet. Und dadurch, dass ich quasi schon eine Step hinter mir hatte, war das Ankommen dann natürlich anders, weil ich schon wusste, wie die Dinge funktionieren, obwohl es ein anderes Studium war. Und dementsprechend lockerer war ich dann auch. Aber also man würde meinen, dass wenn man schon einmal angekommen ist an der Uni, dass man dann ohne Ängste irgendwie ins neue Studium starten könnte, weil man dann eh schon alles weiß, und dem war aber nicht so. Was mir aber sehr geholfen hat, war einfach, dass ich mit diesmal wirklich aktiv versucht habe, Leute vorher kennenzulernen, und dadurch war dann auch diese ganz große Angst vor mit Leuten zusammen Dinge machen müssen und Leute kennenlernen, und dieses Sozialsein ist dann bei mir weggefallen, was bei mir beim ersten Ankommen an der Uni so meine größte Sorge war. Gar nicht so sehr die Angst vorm Studieren, sondern wirklich so diese Angst vorm Leute kennenlernen. Drum, ja, eine ganz spannende Erfahrung, das zweimal machen zu dürfen. Und ja, also Ankommen an der Uni ist immer spannend, wie oft man es macht, finde ich. Ja, also ich kann mich da bei vielem eigentlich eh anschließen. Das, was die Sophie gesagt hat, ich habe auch zwei Studien studiert sozusagen und studiere noch. Und bei meinem ersten Studium, eben transkulturelle Kommunikation, war das auch so dieses sehr aufgeregt sein, niemanden kennen, auch dieses den richtigen Raum zur richtigen Zeit finden. Also damit kann ich mich auch sehr gut identifizieren. Also ich verstehe das gut. Ich habe das auch alles sehr, einfach alles neu und aufregend, aber auch sehr schön. Also ich erinnere mich eigentlich sehr, sehr positiv an die ersten Unitage zurück. Ich hatte beim ersten Studium transkulturelle Kommunikation eben so eine Blogveranstaltung zu Beginn und bin da irgendwie so gleich total eingetaucht. Also das fand ich sehr, sehr cool und habe auch gleich Leute kennengelernt. Also es war eigentlich ein sehr, sehr positiver Start. Und beim zweiten Studium Politikwissenschaft, da war das dann irgendwie viel entspannter, weil ich halt schon wusste, wie die Uni an sich funktioniert. Und ja, auch ein bisschen dieser Druck weggefallen ist. Ich habe dann schon 4 Jahre in Wien gewohnt, also ich kannte mich schon etwas aus, ich hatte schon viele Freunde. Also ich glaube, dieser soziale Druck ist ein bisschen weggefallen, und weil man ja auch schon weiß, wie es in einem Hörsaal so zugeht oder so, dass man sich einfach irgendwo hinsetzt und Leute anquatscht oder so, hat das eigentlich, war das sehr easy, muss ich sagen. Ja, also ich muss sagen, ich fand auch, dass das Ankommen an der Uni generell eine sehr spannende und bereichernde Erfahrung war.
Und ich finde, man hat das eben auch zu Beginn gemerkt, also dadurch, dass im Oktober war ja noch einiges möglich, also zumindest die SEO-Veranstaltung war bei mir vor Ort. Das heißt, man hat irgendwie von Beginn an so dieses gemeinschaftliche Gefühl, was eine Universität irgendwie ausmacht, erfahren können wirklich. Also halt, man hat das Glück gehabt, dass man von Beginn an halt wirklich vor Ort Leute treffen hat können. Und ja, wenn man halt offen an die Sache herangegangen ist, dass man sich traut, dass man einfach Leute anspricht und Kontakte schließt, Freundschaften schließt und im Endeffekt dann auch während des Oktobers oder während des DEO eben gemeinsam einfach die Aufgaben erledigt. Ich muss sagen, das war schon ein sehr tolles Gefühl. Beziehungsweise also bei mir war es auch so, dass ich grundsätzlich im Mathematikstudium jetzt niemanden gekannt habe. Also ich bin alleine das hingegangen so quasi, aber ich habe schon das Glück, dass ich zumindest in Wien generell schon einige Leute kenne, weil viele von meinen Freunden jetzt dann auch nach der Schule eben nach Wien gezogen sind. Also zumindest diese soziale Komponente, dieses Alleine-Sein oder die Angst vor dem Alleine-Sein quasi, die ist bei mir weggefallen und dadurch war der Start sehr entspannt und sehr aufregend. Ja, also ich kann eigentlich mich größtenteils anschließen. Ich fand es auch einerseits sehr aufregend, weil einfach alles anders war als in der Schule. Andererseits auch ein bisschen überfordernd. Also Kontakte zu knüpfen mit Mitstudierenden hat mir auf jeden Fall geholfen. Es hat auch ganz gut funktioniert. Wir haben uns zum Teil schon vor dem Start ins Studium bei dem Aufnahmetest für Ernährungswissenschaften zusammengeschlossen und dadurch war ich dann nicht so, hatte ich nicht das Gefühl, komplett alleine zu sein, was mir auch ein bisschen die Angst genommen hat, denke ich. Ich habe es auch als schöne Zeit in Erinnerung und ja, also aufregend war es definitiv. Was ist das Besondere, Studentin zu sein? Aus meiner Studienerfahrung habe ich es als so einen besonderen Moment in diesem frühen Erwachsenenleben wahrgenommen, wobei wir wissen, dass natürlich nicht alle, die zu studieren beginnen, sind 18, 19, sondern viele sind natürlich auch älter oder beginnen zu einem späteren Zeitpunkt. Aber für mich war das so, dass ich da eben so zwischen Jugend- und Erwachsenenalter eigentlich war und ich das als irrsinnige Freiheit empfunden habe, so eine Position zu haben, die irgendwie so ein bisschen außerhalb von Gesellschaft, also noch nicht so richtig angekommen in so einer fixen Position, wer man sein möchte, wer man sein wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Und da finde ich, ist Universität einfach ein großartiger Raum, wo man das einfach auch ausprobieren kann und wo man da verschiedenste Perspektiven auf das Leben kennenlernt und trifft und sich im Grunde auch aussuchen kann, okay, wer bin ich und wer möchte ich sein oder wie möchte ich mein Leben verbringen? Also das klingt jetzt ein bisschen psychoanalytisch, aber es geht, glaube ich, wirklich auch darum, in so eine Selbstreflexion zu kommen. Und da bietet, denke ich, Universität auch den Raum dafür, ganz klar. Super, genau, das ist so das Individuelle. Für mich war auch, ich hatte auch so eine politische Erfahrung eigentlich. Weil für mich war dann, ich habe relativ schnell auch die ÖH entdeckt und die Studierendenpolitik. Und da wird dann plötzlich die Universität aus diesem Wissens, aus diesem Ort des Wissens, so ein Modell für einen demokratischen Staat, ne? Mit den ganzen, mit den Kommissionen, mit der ganzen Selbstverwaltung, mit der Hierarchie, mit der Politik auch, mit den Intrigen und allem. Und das ist natürlich auch was enorm Wichtiges, wo ich wirklich auch hoffe, dass Studierende und viele Studierende das auch wahrnehmen, diese Chance hier, sich zu politisieren in einem ganz, ganz basalen Sinne auch. Absolut, ja. Und man muss natürlich dazu sagen, dass unsere Fächer also jenseits von Politik gar nicht zu verstehen sind. Also ich denke, es gibt da auch einen ganz engen Zusammenhang der Politiken von Medien und dem, was an Medien politisch ist überhaupt. Das ist eine Frage, die für mich vielleicht gar nicht so leicht und sinnvoll zu beantworten ist, weil sich das auch stark verändert. Also ich kann an meine eigene Studentenzeit zurückdenken, aber das liegt Jahrzehnte zurück und die Bedingungen haben sich da sicher verändert. Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass einfach akademisches Lernen und Studieren in
große Veränderungen eingebunden ist. Und das sieht man auch in der Gegenwart sehr stark. Also ich glaube, ein Punkt, den sich Studierende, die anfangen mit dem Studium, vor Augen halten können, ist, dass Studentsein auch in gewisse Widersprüche eingebunden ist. Also auf der einen Seite geht es darum, sich persönlich zu entwickeln und es geht darum, seinen Horizont zu erweitern. Es geht darum, bestimmte Formen des Wissenserwerbs zu lernen. Und da sind meines Erachtens auch Freiräume notwendig. Auf der anderen Seite ist die Universität als Institution in bestimmte gesellschaftliche Erwartungen und Zwänge eingebunden, wo es letzten Endes darum geht, dass die Universitäten einen Output an Studierenden produzieren sollen. Also auf der einen Seite ist Effizienz gefragt, auf der anderen Seite ist sowas wie persönliche Freiheit und persönliche Entwicklungsräume gefragt. Und ich glaube, das ist ein gewisser Widerspruch, der nicht ganz leicht jetzt für die Personen, die darin als Studierende sozusagen gefangen sind, der nicht so leicht in den Griff zu bekommen ist. Wenn man dann angekommen ist, was ist eigentlich das Besondere oder auch gar das Coole dran, Studierender, Studentin zu sein? Also ich finde es cool, dass das so ein Abschnitt im Leben ist, wo man wirklich halt einfach als Hauptaufgabe hat, was zu lernen, was man sich halt hoffentlich selbst ausgesucht hat und dass man sich da so richtig vertiefen kann darin. Also ich finde, das ist auch so dieser Unterschied zur Schule, wo man ja sehr viele Fächer hat und schaut, dass man quasi von allem was mitnimmt und eben ja so eine gute Allgemeinbildung bekommt. Und jetzt darf man sich quasi in gewissen Themenbereichen sehr vertiefen. Und also ich finde, das ist so dieses Besondere und dass das so die Hauptaufgabe ist. Natürlich, die meisten arbeiten auch nebenbei und man hat ja auch noch andere Dinge im Leben, die so vor sich gehen. Aber trotzdem finde ich das irgendwie, dass dieser Fokus auf dieses Lernen und auf dieses auch eben Dinge aus wissenschaftlicher Perspektive lernen, sehr cool ist. Ja, voll. Kann ich dir nur zustimmen. Für mich war es mehr so dieses sich einfach treiben lassen eben, genau. Machen können, worauf ich jetzt Lust habe, was mich interessiert und irgendwie passt es auch. Und dann gibt es irgendwie noch von der Uni Sportangebote oder diverse, es gibt ja so viel Input, auch unabhängig vom Fach und es war irgendwie so, die Zeit ist einfach eingeplant dafür, dass ich mich treiben lassen kann, dass ich irgendwie einfach schauen kann, was will ich machen. Und das ist irgendwie ein tolles Lebensgefühl, so einfach mit Leuten reden oder mal ein Bier trinken und dann aber halt irgendwie nach Interessen gehen und dadurch sich weiterbilden. Das ist irgendwie sehr schön. Wie ich die Frage zuerst gehört habe, habe ich mir gedacht, boah, das ist eine schwierige Frage, weil so viele Sachen zusammenkommen. Und ich glaube, die Fedora und die Afra haben das eh gut zusammengefasst. Nämlich einerseits eben die Möglichkeit, dass man selbst, also aus einer eigenen Entscheidung heraus, sich auch in etwas vertiefen kann, was einen interessiert, was einem Spaß macht hoffentlich. Und gleichzeitig aber auch dieser Aspekt der Freiheit, dieses weg von der Schule und vor der Vollzeitarbeit, falls das irgendwie geplant ist. Man ist so in einem Schwebezustand und kann so von allem das rauspicken, was für einen gerade passt und sich selbst auch finden. Für mich war das ein ganz großer Selbstfindungsprozess, diese Zeit als Studentin, die jetzt schon sehr lange andauert bei mir. Aber ja, es ist einfach cool, dass man eigentlich machen kann, was man möchte bis zu einem gewissen Grad und auch Fehler machen kann und erkennen kann, wie man damit umgeht und also viele, viele tolle Erfahrungen sammeln. Ich glaube, das kann man nur tun, wenn man, nicht nur, wenn man Studentin ist, aber es ist eine besondere Zeit. Eine besondere Zeit, ein besonderer Zeitraum, der einem viel, viele Möglichkeiten bietet, finde ich. Und das ist das Coole daran, Studentin zu sein oder Student. Was ist das Besondere, Student oder Studentin zu sein? Zunächst einmal ist es ja so, dass man als Studierende das erste Mal wirklich richtig im Leben steht, aber immer noch in einem gewissen geschützten Raum. Man kann da noch ausprobieren als Studierender. Man kann verschiedene Lebenswege sich angucken und tatsächlich dann nach und nach seinen eigenen Lebensweg finden. Das ist auch fachlich so. Man kann zwischen verschiedenen Problemen wählen, auch zwischen verschiedenen komplexen Problemen und sich da eben nach und nach eine Strategie erarbeiten, wie man mit so etwas wie einem Beruf dann später fertig werden
möchte. Und da ist ein gewisser Spieltrieb durchaus wichtig, dass man also bereit ist, Dinge mal auszuprobieren, wieder von vorne anzufangen, ganz andere Wege zu gehen. Und das ist auch im Fach zum Teil wichtig. Ich spreche wieder in dem Fall von der Informatik, die natürlich von diesem Spieltrieb gewissermaßen geprägt ist, wo das durchaus etwas Vorteilhaftes ist, wenn man da also Fach und Leben miteinander zusammenbringt. Also das Besondere an diesem Eintritt in das Studierendenleben, wenn man das so sagen möchte, ist, glaube ich, wirklich dieser Wechsel von der Schule an die Universität. Also da ist wirklich eine ganz andere Art des Wissens, der Wissensaneignung, mit der man konfrontiert ist. Also wo in der Schule sozusagen ein positives, ein abrufbares, einfach erlernbares Wissen gefragt wird, geht es dann sozusagen wirklich um diesen wissenschaftlichen Diskurs, um ein Anwendungswissen, um das Erlernen einer wissenschaftlichen Diskussionskultur. Und das ist schon ein enormer Paradigmenwechsel, mit dem Erstsemestrige, glaube ich, wirklich sehr zu kämpfen haben. Es ist der erste Kontakt als Studienbeginner mit der Selbstverantwortung vielleicht, sich selbst zu organisieren, sich selbst zu motivieren. In der Schule werden einem Prüfungen beispielsweise vorgegeben. Während des Studiums muss man das dann selbst tun. Und das ist einerseits natürlich schön. Man ist also nicht mehr fremdgesteuert, sondern kann seine Ziele selbst setzen. Aber es ist auch herausfordernd. Ein Aspekt, wo diese Widersprüchlichkeit auch sichtbar wird, ist, dass nach unserem Verständnis die beste Basis für ein akademisches Studium die persönliche Neugier ist. Dass der Wunsch, einen bestimmten Bereich, mit dem sich jetzt ein akademisches Fach beschäftigt, besser verstehen zu können, um zu wissen, wie jetzt wissenschaftlich mit einem bestimmten Lebensbereich umgegangen wird. Das ist etwas, was nur bedingt planbar ist. Also das heißt, aus dieser Sicht der persönlichen Neugier heraus ist es wahrscheinlich gut und wünschenswert, wenn wir Studierenden die Möglichkeit einräumen, auch am Anfang ihres Studiums sich aktiv umzusehen und zu orientieren, in welchen Bereichen sie sich vorstellen, dass sie sich vertiefen wollen. Das ist wiederum ein bisschen im Widerspruch mit der Vorstellung, dass Studierende so rasch wie möglich jetzt eine Studieneingangs- und Orientierungsphase absolvieren sollen und dann zügig durch ihr Studium durchgehen wollen. Also was dabei hilft, in die Universität einzusteigen, ist sicher, wenn man irgendwo mit seinen Erwartungen abgeholt wird. Also ich kann mich noch gut erinnern, in einer meiner ersten Lehrveranstaltungen, die ich besucht habe, sagte die Dozentin, ihr beginnt jetzt zu studieren und studieren heißt nicht nur sich Wissen aneignen, sondern das heißt auch einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Nutzt das aus, ihr werdet nie wieder im Leben diese Möglichkeit haben, diese Freiheiten haben, auch diese Art des lustbetonten Studierens auch. Und da hoffe ich wirklich sehr, dass wir heute auch in unserer Universität, wie sie sich jetzt darstellt, mit den ECTS-Punkten, mit der gewissen Verschultheit auch, die wir mittlerweile ja haben, dass das immer noch so ist. Also dass man immer noch auch eine Freiheit erleben und empfinden kann beim Studieren und auch insbesondere beim Einstieg ins Studium.